Schweighöfer-Film und ich holt die Vergangenheit ein. Du zählst die Stunden, die Stufen nach unten und ich holt die Vergangenheit ein. Deine Erinnerung geistert im Zimmer rum und ich holt. Niemals wieder schließt. Oder so wie ein Kind, das ständig andauernd beißt. Und ein Erwachsener daneben, der ständig andauernd alles weiß, aber der eigentlich gar nichts wissen will. Und der Typ liegt plötzlich auf einem Boot. Und das Boot gleitet einen Fluss hinunter. Und am Rande des Flusses, da stehen Bäume, die in Mitteleuropa nicht wachsen. Und um ihn herum, da liegen andere Typen. Von oben bis unten tätowiert mit Tattoos, von denen sie nicht mehr wissen, warum sie sich gestochen haben. Sie liegen in der Sonne und wissen nicht mehr, warum sie gekommen sind. Das Boot gleitet weiter bis zu einer Bucht. Direkt neben dieser Bucht, da steht ein Stadion. Eins von denen, das so gebaut wurde, dass es nur für 2 Wochen hält. Und dann wieder abgebaut wird aus Holz. Und in der Mitte dieses Stadions, da ist ein ziemlich großer Kreis. Und um diesen Kreis herum, da stehen Tausende von Typen, die einen Anzug tragen und darunter ihre Tätowierung. Und ein Helikopter landet in der Mitte des Kreises. Und Frauen steigen aus, sie stehen in der Mitte und werden umjubelt. Und in der Mitte der Frauen, da steht noch ein Typ und der Typ sieht aus wie Francesco. Il tizio lo stesso nome, però non è lui, è un altro Francesco, di un altro paese, di un altro universo. E lui guarda la sua maglia e dietro c'è scritto il numero 10. Allora lui capisce che è Francesco Totti, grande capitano della Roma,
versione molto, 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 molto più vecchia. Und ihn holt die Vergangenheit ein. Und ihn holt die Vergangenheit ein. Mitten in der Übertragung holt ihn die Vergangenheit ein. Beim fünften Elfmeter. Die Vergangenheit ein. Ein Nachspielzeit. Die Vergangenheit ein. Wen bitte nochmal holt? Die Vergangenheit ein.